machen Sie denn da? Ja, ich schaue nur, ob sich was rührt. Aber geht's um die Zeit? Was soll sich da rühren? Na, sag's das nicht. Könnt schon, könnt schon. Irgendwas rührt sich immer, wenn man das hinschaut. Ne? Und die Tulpen und die Hyazinthen und die Krokusse, die fangen bald an, schon unterm Schnee. Ach, das heißt wohl. Ach, glauben Sie, dass wir heuer da Tulpen haben werden? Ich meine, da im Hof? Ja, gesteckt habe ich welche. Und die Meiers vom dritten Stock, die haben hier Zinken irgendwo hineingetan. Ich weiß nicht wo. Ja, weil die Tulpen die besten Farben haben. Also ich freue mich direkt schon drauf, wenn es da wieder gut sein wird. Ja. Die Fisch und die Frösche, das überlebt haben? Ja, hoffentlich. Die können unter Mais auch leben. Wenn es nur so etwas wie Schilf haben, höre ich. Naja, die Natur. Die Natur ist schon was Ungeheures. Ja, es gibt nichts Ungeheureres als die Natur. Gell, Rosi? Was war's? Ach, der ist eine. Guten Tag. Wie geht's eigentlich Ihrem Bruder? Überhaupt heute draußen bei ihm. Geht ihm ganz gut. Ja. Wissen Sie, wir möchten ihn nämlich gerne am Sonntag besuchen. Und es wäre natürlich gut, wenn wir jemanden mit einem Auto finden können. Also. Das täte ihn sehr freuen. Ja, na ja. Wenn es auch da draußen ganz gemütlich hat, aber. Das Haus da geht ihm halt ab. Ja. Er täte natürlich gern sehen, wie der Hof jetzt ausschaut. Im Frühling, meine ich natürlich. Ja. Oder? Na ja, vielleicht könnte man ihn auch herführen. Das wäre auch nicht schlecht. Na ja, im Frühling ging das vielleicht wirklich. Im Frühling wird ja alles besser. Vielleicht auch seine Füße. Ne? Ja. Na ja, es steht uns wirklich voran. Ja. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Heine. Auf Wiedersehen. Ein lieber Bub. Und fleißig arbeitet den ganzen Tag für die Matura. Matura macht seine Schwester. Also machen Sie gemeinsam. Sie hat doch ein Jahr verloren. Also Sie arbeiten auch gemeinsam. Man kann da nichts sagen auf die jungen Leute. Wir waren besser. Solider. Haben Sie Ihren Bruder von mir gegrüßt? Na ja, sicher. So was vergisst man doch nicht. Ja, und was hat er dazu gesagt? Dass er Ihnen auch recht schön grüßen lässt. Sonst nichts? Na ja. Na, irgendwas muss er ja drauf gesagt haben, ne? Ja, dass er sich wundert, dass sie ihn überhaupt grüßen lassen. Das wundert ihn? Warum wundert ihn das? Ja, weil sie doch immer gestritten haben mit ihm, ne? Wir haben überhaupt nicht gestritten miteinander. Nie. Höchstens, dass wir manchmal eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt haben. Hier und da. Aber das kommt in den besten Häusern vor. Ha. Geh. Ich hier mit ihm streiten. Das ist ja direkt eine Verleumdung. Das ist eine direkt eine Verleumdung von ihm. Wenn Sie das nächste Mal rausfahren sollen, bitte dann sagen Sie ihm gefälligst, dass das eine Verleumdung ist und dass ich mir das verbitt. Ja, das soll ich ihm alles erzählen. Von mir aus, da können Sie es ja auch ein bisschen milder sagen. Ein bisschen vornehmer. Na ja, schließlich müssen wir alten Leute zusammenhalten. Jetzt, wo die Welt eh zugrunde geht. Also, ich werde ungeheuer vornehm sein. 100 Mal habe ich der Mutter von dem Kind gesagt, sie soll das Radl da wegtun, da vom Bord. Ja. Na, ist's gut? Ah, ja. Servus. Wie old er? Da. Die ist immer noch da, das Mal? Ja, das ist ein liebes Mädel, die Viola.
Ihnen sind alle lieb, ne? Nicht alle. Lieb, lieb, lieb. Und dass die da mit dem Merian Heine zusammenlebt als ein Paar, das stört Ihnen nicht? Ja, eigentlich nicht. Warum denn auch? Nach Hause kann sie nicht, weil die Eltern, na, die streiten sich doch vor Gericht auf Mord und Brand. Ja, und da muss sie mit dem Merian Pum zusammenleben wie Mann und Frau? Ja, aber der Bub geht doch noch in die Schule. Ja. Das Mädel geht auch in die Schule. Also Schulkinder sind das. Vom Verdienen ist doch keine Rede. Und die Eltern, die schauen dazu. Also ich finde das unmoralisch. Unmoralisch. Unsittlich. Na, hätte es das zu unserer Zeit gegeben? Also ich... Ja, Sie. Ja. Sie waren ja alles andere als ein Vorbild. Dann ist ja zeitig noch die Mahlung, Schatz. Ja, das habe ich. Und nach Ihnen auch. Sie waren nämlich ein fesches Mädel. Wissen Sie das? Ja, anständig war ich. Ich war ein anständiges Mädchen. Jawohl. Leider. Man sollte nicht glauben, was aus solch einem Mädel wird mit der Zeit. Und dass sie mir die Viola in Ruhe lassen. Nein, 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 dann muss ich den Bescheid an den Klienten zurückgeschickt haben. Wie es sich gehört. Und jetzt den wieder brauchen. Auch das entspricht der Norm. Naja, ich hätte ihn ja nur... Das? Was? Da? Nein, aber nein, das ist auch nicht, danke. Ich hätte ihn ja nur fotokopieren lassen müssen, bevor ich ihn zurückgeschickt habe. Den Bescheid. Ja, nachher weiß man es immer besser. Ich weiß nicht, was ich angestellt habe, dass ich Tag ein, Tag aus mit Ihnen zusammensitzen muss. Ja, das hängt vielleicht damit zusammen, dass Sie sich noch keinerlei gefestigtes Bild von der Welt geschaffen haben. Denn wenn Sie zum Beispiel ein Hindu wären... Ja, warum sollte ich denn um Himmels willen ein Hindu sein? Ja, dann könnten Sie sagen, dass Sie sich heute jetzt durch ein gewisses Leid, welches im Augenblick durch mich verkörpert ist, von gewissen Sünden reinigen müssen, die sie sich in einer früheren Existenz zu Schulden haben kommen lassen. Ach so, ja, was sollte denn in einer früheren Existenz gewesen sein? Ja, alles Mögliche. Zum Beispiel ein Maharaja, der seinen Minister hat köpfen lassen. Oder ein Pavianmännchen, das ständig mit seiner Horde streitet. Oder... Danke. Das Pavianmännchen reicht mir durchaus. Aber was sind dann Sie gewesen? Krokodil im Ganges? Oder dieses andere Pavianmännchen, das Grausliche, dem ich immer am liebsten eine Kokosnuss auf den Schädel kottet? Also, damit ich den Herrn eine kleine Freude bereite, ist was, Krach? Bitte schön höflichst meinen Urkus in Betracht ziehen zu wollen, ja? Na, ist weiter nix. Alles bestens. Das Übliche. Rein sachliche Überlegungen. Ja, der Urkus lässt sich schön bedanken. Also, damit ich den Herrn eine kleine Freude mache. Das klingt mehr wie eine Drohung. Kleine Freuden kann ich gut gebrauchen. Was für Neuigkeiten gibt's also? Vorsicht, Neuigkeiten sind immer schlecht. Nein, die folgende ist gut, weil ab 1. kriegen wir einen neuen Mitarbeiter. Natürlich mit einem vorläufig befristeten Dienstverhältnis, ne? Wer ist der Wahnsinnige, der sich nichts Besseres weiß? Er kommt aus Salzburg, ist Magister Juris, heißt Liguster. Er ist mir wärmstens empfohlen. Von wem? Kollegen Breitner. Ja, dann. Es wird für uns alle ein bisschen leichter werden. Vielleicht können wir auch ein paar Klienten hereinbringen. Vielleicht. Damit es für uns leichter wird, klar. Vielleicht helfen wir die Herren ein bisschen nachdenken, wo man hinsetzen sollen. Hui, hui, schon ein bisschen spät. So. Ich bin nämlich fertig mit der kleinen Feinstahlabrechnung. Gedenken Sie sich schrankenlos Feierabendgenüssen hinzugeben? Ja, ja, richtig. Ich gedenke zur Feier des Tages ins Kino. Was? Zu gehen. Sie? Ins Kino? Ins Kino? Ja, das ist ja so eine technische Neuerung, wissen Sie, so lebende Bilder, wissen Sie, das ist sensationell. Ah,
Warum soll ich nicht einmal ins Kino gehen, Herr Seewig? Ich war jahrzehntelang in keinem Kino. Also. Aber wo wollen Sie den Mann wirklich hinsetzen? Na, hier jedenfalls ist kein Platz mehr. Und ein Rameter reicht mir. Noch einer bedeutet meine Kündigung. Geh, hören Sie auf. Im Kammerl hinten, wenn wir die Akten ausräumen. Da wird er bald kündigen in dem fensterlosen Loch. Aber bei Ihnen, da ist doch noch Platz, Frau Haberger. So, bei mir. Und wo soll ich Kaffee kochen? Da kündig ich lieber. Also mein Gott, da werde ich ihn halt zu mir in mein Zimmer nehmen. Obwohl, es ist ja eigentlich Ihr Kollege, ne? Ach, aus meinem Ulkus reicht's für heute. Ach Gott, ich muss mich sowieso beeilen, sonst versäume ich noch diese interessanten Reklamebilder. Viel Vergnügen. Gute Unterhaltung. Guten Abend, meine Herren. Bei mir nicht, sonst kündig ich. Ärger. Neuer Kollege, der Chef geht ins Kino. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Diese Stickerei bedarf, die ödet mich an. Na, diese Problematik ist ganz interessant. Ja, natürlich, für Sie als Streber. No. Hätten Sie nicht so gestrebert, ging die Kanzlei nicht so gut, hätten wir nicht so viel Arbeit, braucht man keinen Magister Oleander. Liguster. Gewürz ist Gewürz. Ein Neuer. Ja, das bringt so viel Unruhe ins Haus. Und die Arbeit, bis man dem die Waren Fähre gekriegt hat. Und womöglich ist das auch so ein Streber und Ehrgeizling wie Sie. Ins Kino, na sowas. Tät mich direkt interessieren, was er sich anschaut. 6 Viertel, ist doch klar. Wieso? Also mir ist das klar. Ah, das glaube ich nicht. Wenn Sie mich fragen, schaut das eher was Romantisches an oder was Melancholisches. Irgendwas fürs Gemüt jedenfalls. Da gingen die fast eine Wette drauf ein. Also ich sag Porno. Heiße Schenkel, Schulmädchen, Küsse oder so ähnlich. Wetten? Jede Wette. Können wir ja morgen fragen. Hat die das Kinoprogramm da liegen lassen? Mhm. Hätte sowas angestrichen? Ja. Na? Also ich sag 6 Film. 100 Schilling, ein ernster Film, sag ich, mehr etwas fürs Gemüt. Ja? Hm. Na, das bocke ich nicht. Ich hab's ja gewusst. So, wenn Sie glauben, dass gelbe Fäuste, harte Kanten was Erotisches ist, oder der Todestanz des Kung Fu, die zwei hat er sehr angestrichen. Karate-Film schaut er sich an? Karate? Ist ja nicht ganz unlogisch. War doch nicht Löwenbändiger? Testpilot. Sprengstoffsachverständiger hat werden können? Sondern Steuerberater hat werden müssen. Und 52, das war der Fleischhauer. Und die 22, die 22, das Obst. Ach, die 22, das Obst. Das Zeug wird auch immer teurer. Von Monat zu Monat wird das Ärger. So. Bitte, ich geh mir doch aus dem Weg. Entschuldige, dass ich auf der Welt bin. Ach, mein Gott, red doch nicht so blöd daher. Du hast am allerwenigsten Grund zu jammern. Was gelernt heute? Ich habe heute gelernt, ich habe gestern gelernt, ich werde morgen lernen. Bitte, da ist der Beweis. Ich lerne, das steht mir beim Haus raus, ich lerne, das steht mir beim Knack raus, aber ich lerne und lerne. Weil ich weiß, dass ihr das wollt.
Ich lerne und lerne und lerne. Hoffentlich genug, damit du nicht wieder durchfliegst. Natürlich. Das musste ja kommen, ne? Bitte, es ist ein Jahr her, dass ich das letzte Mal durchgeflogen bin. Dass du seither keine Prüfung mehr gehabt hast. Und was mit der Claudia? Mit dem Heini, mein Gott, ich bin heute noch gar nicht unten gewesen. Lernen und lernen und lernen. Die sind brav. Danke. Danke, sehr nett. Naja, diese. Entschuldige. Das war jetzt nicht sehr nobel von mir. Ach, dir nix. Warum hat sie mich ausgerechnet Jus studieren lassen? Bitte dich gefälligst daran zu erinnern, du hast dich selbst dafür entschieden. Wenn ich gewusst hab, wie fad das ist. Hätte man der Papa ruhig sagen können. Ist für ihn halt nicht fad gewesen. Zumindest damals. Jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Und wie fad das immer bleiben wird. Rechtsanwalt oder Richter? Reizt mich weder noch. Tja, mein Gott, dann halt was anderes. Öffentlicher Dienst, Wirtschaft, Außenamt. Oder Steuerberater. Eines hinreißender als das andere. Jetzt, wo du im sechsten Semester bist. Ja, ich weiß, muss ich die andere halbe Kunde auch noch schlucken. Ist schon klar. Schließlich habt ihr ja genug investiert in mich. Red nicht so dumm. Weißt du, ihr habt das gern gemacht. Ja, und dabei auf alles Mögliche verzichten müssen, ist mir eh schon klar. Ja, sag nix. Weißt, irgendwie ist bei mir alles falsch angelaufen. Jetzt hörst du aber auf, ja? Du sitzt da, bist bumpern gesund, schaust gut aus, bist nicht blöd, frisst mir die ganzen Äpfel weg. Gekommen. Jetzt reicht's aber. Sonst hab ich ja nichts mehr fürs Kompott. Sag einmal, was willst du eigentlich? Tragik meines Falls liegt eben darin, dass ich genau dieses nicht weiß. Wenn es wüsst. Na, was wäre dann? Du warst heute Vormittag nicht zu Hause. Mhm. Hast du wieder einen Job gesucht? Ja, aber mit dieser Spanisch-Übersetzerei ist überhaupt nichts los. Und Portugiesisch scheint überhaupt nicht gefragt zu sein. Auf der Uni war ich auch. Aber weiter studieren. Wozu? Bis ich mit meinem Studium fertig bin, bin ich für eine Hochschulassistenz schon zu alt. Naja. Wenigstens kocht jemand für euch. Weißt, die brauchst du nicht mehr, oder? Das kaputt, oder? Weißt du, wenn es einen so gar nicht mehr freut, dann müssen wir doch eigentlich einfach aussteigen. Irgendwo hin, wo einen keiner kennt, irgendwas machen. Aufs Land. Einen alten Bauernhof. Oder nach Indien. Obwohl, kommt man so schwer hin. Was heißt denn? Jetzt habe ich meinen Finger geschnitten. So dumm. Du bringst einen damit ganz durcheinander. Also im Grunde ist das, was wir da tun, eine Schande. Weil sich die alte Löfflerin drüber aufregt? Mein Gott, das ist eine frustrierte Person. Na, das ist mir wurscht. Mich schaut sie immer an, als ob ich was ganz was Schreckliches wäre. Sodom und Gomorra oder sowas. Nein, gewöhn dich halt dran. Ich meine was anderes. Ich meine, es ist einfach ein unmöglicher Zustand. Fünf Personen und mit der Viola sechs. Und der Papa kann uns alle halten. Das war meine. Entschuldige.
Aber die Mama tut eh ihr Bestes. Ja, aber wir, der Schorsch, ein Riesenklachel. Auf einem Bauernhof müsste er schon längst roboten, bis er umfällt. Na und ich? Du machst Matura. Okay, schon gut, aber nicht einmal noch einen Groschen habe ich verdient. Ja, und dann mache ich noch das Bundesheer, da verdiene ich auch nichts. Übrigens, ich mache jetzt die 8 Monate, damit ich dann eine Ruhe habe. Ich hab geglaubt, du willst Zivildienst machen. Na, ich habe mir das jetzt überlegt. Ja, und dann? Was werde ich dann machen? Studieren? Wer soll es dann zahlen? Wieder der Papa. Und ich verdiene auch nichts. Bei dir ist das was anderes. Bei mir ist das gar nichts anderes. Wieso soll das bei mir was anderes sein? Aber geh, Claudia. Weil ich eine Schwerbehinderte bin. Ihr werdet euch noch wundern. Hör doch auf, Claudia. Jeder von uns weiß, dass du super bist. Ich bin nicht super. Ich bin nicht. Ich bin genauso normal wie ihr. Und ich lasse mir nicht schlafen. Schluss jetzt! Schau. Du machst jetzt die Matura. Und dann werden wir schon weiterschauen. Naja, ihr habt eh recht. Was ich dann mache, weiß der Kuckuck. Also ich werde schauen, dass ich eine gute Arbeit kriege. Ja, du bist eh die Einzige. Ich meine, du bringst wenigstens was für deine Nachhilfestunden her. 450 Schilling in dem Monat. Trotzdem, ich meine, das könnte ich doch auch machen. Nachhilfestunden kann ich doch geben. Außer in Geografie vielleicht, da allerdings. Ja, ich Bern, nicht in Oberbayern. Äthiopien ist doch nicht in Afrika. Setzen, nicht genügend. Was sagen Sie? Du, aber es ist halt nicht so einfach, weißt? Weil die meisten Eltern, die wollen, dass man... Ja, dass man dass in die Wohnung kommt. Ja. Also ich habe einen Schüler im 23. Bezirk und einen in Simmering draußen. Wieder nix. Ja, also, damit ist das Problem auch nicht gelöst. Ja, und es muss gelöst werden. Schau, ich will einfach nicht, dass ich so abhängig bin. Vor allem jetzt, wo die Viole da ist. Nein, das will ich nicht. Also, wenn ich der Papa wäre, jeden Tag in dieser Kanzlei und dann zu Hause die ganze Brut um sich, ich glaube, ich flippert aus. Ja, und irgendwas müssen wir unternehmen. Ja, das meine ich auch. Ja, aber was? Ja, das will ich wüsst. Naja, solange ich oben war, in der Wohnung, ich habe geglaubt, ich könnte Mama ein bisschen helfen im Haushalt. Aber jetzt, da unten? Ja, und außerdem hat sie eh wieder keine Stellung und muss wieder zu Hause bleiben. Wird auch noch ein Problem. Gute Mama. Ich mache dann das Abendessen. Bist du da? Nein, heute Abend kurz. Bitte, ich schau, dass du das mit dem Studium hinkriegst. Ja. Ein bisschen schneller, meine ich. Ja, deswegen gehe ich ja in den Kurs. Ja, ne? ja, ich sag ja nichts. Du, Mama. Ja? Mach dir ein bisschen weniger Sorgen um mich, ha? Ach, du liebe Zeit. Ich hab halt wenig zu tun, wie du weißt. Und bevor ich gar nichts mache, mach ich mir halt Sorgen um euch. Ja, dann machst du dir lieber um den Papa. Wieso denn um den Papa? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass der es von uns allen am nötigsten braucht. Naja, mir ist das halt beim Frühstück aufgefallen. Er schaut viel älter aus, als er ist. Und er ist in letzter Zeit auch so still. Hast du es noch nicht bemerkt? Du glaubst, dem Papa fehlt was? Midlife-Crisis halt. Oder sowas. Knapp am Ausflippen. Okay, das hätte ich bemerken müssen. Na, vielleicht irre ich mich auch. War nur so ein Gedanke. Vergiss es. Und wer macht sich Sorgen um uns zwei beide? Doch, die Kinder machen sich welche. Sogar der Schorsch. Und er? Hm?
Manchmal schaut er mich so an, was der da nachdenken. Über mich. Nein, er macht sich schon auch Sorgen. Er um mich, ich um ihn, die Kinder um uns, wir um die Kinder. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Er sitzt nicht mehr gern im Büro. Und ich tät gern drin sitzen. Wie kommt man da heraus, da? Auf was warten wir eigentlich alle? Ich muss heute am Abend mit ihm reden. Wir reden viel zu selten miteinander. Wir reden viel zu selten miteinander. Wir reden viel zu selten miteinander. Ja, ich kann leider noch nichts Endgültiges sagen. Der Chef ist erst morgen wieder da. Ja, bitte sich dann mit ihm persönlich zu besprechen. Ja, ja, selbstverständlich, natürlich. Bitte sehr. Bitte. Wiederhören. Vom Jänewein, der Prokurist. Der Viertner. Die sind auch in Panik. Weil sie nicht wissen, wie sie am übernächsten 1. die Gehälter zahlen sollen. Und wir stellen eine neue Kraft ein. Ist ja Arbeit genug da? Weil wir sie uns machen. Das ist doch eigentlich logisch. Schlechte Zeiten sind gut für Steuerberater. Na, da gibt's Zusammenhänge. 2, 1. Wenn es Ihre Seelenwanderung gäbe, wissen Sie, wo ich das nächste Mal hinwandern möchte? Moment. Steuerberatung Dr. Steinhauser am Inneren Apparat? Ja, selbstverständlich. Einen Augenblick. Für Sie, Ihre Frau. Jetzt? Servus? Was ist denn los? Ich hab gesagt, was ist denn los? Ja, nichts ist los. Warum soll denn was los sein? Ja, man muss doch was los sein, wenn du mich anrufst um die Zeit. Es muss doch nicht immer gleich was los sein, wenn ich dich anrufe, ne? Ja, du hast noch nie um die Zeit hier im Büro. Das heißt, du rufst dich ja sonst nie an. Also, was ist los? Ist was mit der Claudia? Himmel, noch einmal, es ist gar nichts los. Es ist gar nichts los. Es ist gar nichts los. Ja, warum rufst du mich dann an? Weil ich dich fragen wollte, wie es dir geht. Bitte? Und deshalb rufst du mich hier an? Ja, zum Teufel. Wie geht's dir? Und wie geht's dir denn? Um das zu erfahren, hättest ja du mich anrufen können. Ich will wissen, wie es dir geht. Wie soll es mir denn schon gehen? Im hervorragenden, unglaublichen Traum. Wie's mir... Können wir nicht am Abend drüber reden? Natürlich. Natürlich können wir am Abend drüber reden. Und jetzt sag mal, wie geht's denn dir? Am Abend. Na, dann halt nicht. Was machst denn du da? Ich lauschte einem offenbar hochdramatischen Dialog. Ein Schwalberl. Wer ist der Schwalberl? Ich. Möchte Schwalberl werden. Bei der nächsten Seelenwanderung. Ach so. Wie dieses? Einfach wegfliegen. Wir sind immer freut. Ab in den Süden. Ins Land, in dem die Goldorangen blühen, dorthin, dorthin. Möchte ich wie ein Schwalberl fliegen. Zitronen. Naja. Ach, Ihnen sollte ich sowas gar nicht sagen. Sie sind ein Unmensch, der die geringste Schwäche ausnützt. Halb so arg. Alles mehr verbal bei mir. Aber tatsächlich. Tatsächlich. Wissen Sie, in letzter Zeit kriege ich so Gefühle, dass ich... Also am liebsten auf und davon nicht. Hinschmeißen muss einfach. Ganz nah. Sie kennen die Geschichte von dem Mann, der gesagt hat, geht Zigaretten kaufen. Nein. Ne? Ne? Er geht weg, ohne Hut und Mantel, und dann ist er weg.
Und vielleicht nach 10 Jahren taucht er wieder auf, ohne Hut und Mantel. Sag gut Gott, als ob nichts gewesen wäre, setzt sie nieder und zieht sie Zigaretten an. Ja, so geht's mir derzeit. Aber Sie rauchen doch nicht mehr. Was das Schwalbern betrifft, bei uns sterben sie aus, weil es in den Kuhställen zu viel Insektenvertilgungsmittel gibt. Und in Italien werden sie mit Netzen zusammengefangen, weil die Italiener die kleinen Vogel ganz gern auf die Bratspießerl stecken, also vom Schwalbern, den die abrateln. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, wer gewusst, dass ich das höchstens lächerlich finde, aber. Finden. Glauben Sie, dass ich nicht gelegentlich auch solche Gedanken habe? Dass ich nicht auch eine gerade Schwalbe, aber zum Beispiel Möwe. Wissen Sie, Möwen haben ein relativ angenehmes und na sicheres Leben. Sie werden nicht gegessen, ergo nicht gejagt. Sie haben keine natürlichen Feinde. Sie... Na, warum fliegst du denn dann nicht einfach weg? Wer? Sie, nicht die Möwen. Sie sind doch Junggeselle. Sie brauchen sich um keine Familie kümmern. Eiernockerl mit Salat. Was soll denn das? Wenn ihr nach Haus kommt, kriege ich Eiernockerl mit Salat. Und das meinst du nicht? Das war einmal mein Lieblingsessen. Ja und? Meine Mutter ist fast 90. Und macht Ihnen Eiernockerl mit Salat zum Abendessen? Richtig. Ja, das ist doch sehr schön. Sie macht mir's alle Tag. Eiernockerl mit Salat. Weil es einmal mein Lieblingsessen war. Ja. Sie ist fast 90, verstehen Sie? Und sie vergisst von einem Tag zum anderen, dass sie mir... Na, lass mal das. Möwe, das wäre das Richtige. Aber ich kann doch die alte Frau nicht einfach allein lassen. Ich kann doch nicht einfach fortgehen. Vom Heiraten ist sowieso schon lange nicht mehr die Rede. Möwe, dass ich nicht lach. Ja, so hat halt jeder sein Kreuz. Wissen Sie, manchmal frage ich mich, auf was warten wir eigentlich? Oder auf wen? Bitte, Frau Haber, wenn Sie sich auf eine Seelenwanderung begeben müssten, bitte? Was wären Sie im nächsten Leben gern? Eine was? Großfürstin? Eine Kobra, eine Königskobra von mir aus, oder schlicht und einfach wieder das Fräulein Haberger. Lassen Sie mich in Ruhe. Jedenfalls, da draußen ist einer, der sagt, er heißt Ligusta. Ah. Und dass der Chef nicht da ist. Na ja, so reinkommen, so Abwechslung, ne? Ja, von mir aus. Wie ist er denn? Komisch. Er schaut gar nicht so aus wie ein Steuerdings. Komisch. Na, gerade das, was uns fehlt. Na, rein mit ihm. Bitte, Herr Doktor, wenn Sie hereinkommen wollen. Guten Abend. 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 Gestatten Sie mir, dass ich mich geschwind vorstelle. Mein Name ist Ligusta, ja, ja. Vorname Michael. Weiter? 7 Semester Welthandel, Magister Juris, leider noch nicht Doktor, Jahrgang 1950, also 32. Aha. Geboren in Wien, aufgewachsen in Innsbruck, wohnhaft in Salzburg. Von einigen Kinderkrankheiten abgesehen, stets gesund gewesen, unverheiratet, auch derzeit ohne feste Bindung. Moment, ja, Augenblick. Ich wollte nur schnell Luft holen. Geht schon weiter. Im Allgemeinen darf ich von mir behaupten, dass ich ein ziemlich verträglicher Typ bin. Jedenfalls hat man das in der Schule, im Elternhaus, auf der Hochschule und auch beim Bundesheer immer von mir gesagt. Und ich glaube, es stimmt. Ich bin nicht Raucher, aber Kaffeetrinker. Alkoholisches trinke ich so gut wie gar nicht, aber nicht aus moralischer Abneigung. Stopp! Ja, Augenblick. Moment. Jetzt habe ich Luft geholt.
Bitte, weiter. Sondern weil ich Alkohol absolut nicht vertrage. Ich krieg Sodbrennen davon. Im Umgang mit Klienten bin ich brauchbar, aber nicht artilleristisch. Was? Keine Kanone. Aber habe ich noch dazu zu lernen. Ja. Arbeitsmäßig bin ich über dem Durchschnitt belastbar. Na, Doktor, das ist halt privat toll. Lese ich sehr viel. Aha. Und alles durcheinander, bin nämlich sehr an Literatur interessiert. Aha. Auch Malerei interessiert mich, besonders seit eh und je Bruegel, Peter der Ältere, neuer Grundstück, wie gut der ist. Außerdem verstehe ich ziemlich viel von zeitgenössischer Grafik. Wollt's atmen? Nein, danke. Und damit habe ich mich Ihnen vorgestellt. Ja, hoffentlich haben Sie nichts vergessen. Den Eindruck habe ich aber nicht gehabt. Soll ich Kaffee machen? Nicht wegen mir. Allein. Also, Frau Herberger, dann machen Sie Kaffee für uns alle. Ja, ja, gern. Danke. Nur eines, wenn Sie uns bitte noch sagen... Ja, ich sage alles. Nein, so viel wollen wir gar nicht wissen. Nur, warum haben Sie dieses merkwürdige Gewandel da an? Also das. Wissen Sie, Jogging. Ich laufe gern. Warum? Weil es mir Freude macht. Weil es ein hervorragender Ausgleich ist, wenn ich wieder mal zu viel gelesen habe. Außerdem, weil es für Typen wie mich außerordentlich gesund ist. Und außerdem, weil ich herumkomme. Zum Beispiel reiner Zufall vorhin unten zu diesem Haus. Und außerdem... Ja, danke. Es reicht. Ja, und damit die Vorstellung nicht einseitig bleibt, ich heiße Merian, Peter Merian, das ist mein lieber Kollege Rameda. Herbert. Ja, der Herbert. Und der Chef ist leider nicht da und jetzt setzen Sie sich bitte nieder. Und jetzt werden Sie also unser Kollege. Ab 1. Ja, und ich freue mich sehr, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Warum freuen Sie sich da drüber? Erstens, weil ich immer schon nach Wien zurück wollte. Zweitens, weil mir das Gespräch mit Ihrem Chef, telefonisch zwar, aber doch ein Gespräch, sehr gut gefallen hat. Und drittens, weil ich weiß, was für einen hervorragenden Ruf Ihre Kanzlei hat. In Salzburg? Erstens hat sich die Zwitschklitschek-Balkowitsch-Fusion ziemlich herumgesprochen. Aber? Zweitens weiß mein bisheriger Chef so ziemlich alles, was in der Branche so läuft. Drittens ist man auch in Salzburg nicht auf dem Mond. Aha. Und viertens, die Begründungen reichen jetzt, lieber Magister. Weil Sie da vorhin... Sagen Sie, was lesen Sie gerade jetzt? Metempsychose in Ost und West. Seelenwanderung. Das darf doch nicht wahr sein. Und zweitens? Ein bisschen Schopenhauer. Schopenhauer? Ausgerechnet Schopenhauer, das ist mein Lieblingsautor. Ja, das ist sein Lieblingsautor. Den lese ich erstens, weil er so einen hervorragenden Stil hat. Viel besser als jeder andere deutsche Philosoph. Und zweitens? Zweitens, weil ich finde, dass er gerade heute wieder ausgesprochen aktuell ist. Meine Worte. Ja, das sind seine Worte. Und drittens, jetzt setzen Sie sich doch endlich nieder, lieber Magister. Da, mach mal bitte Applaus. Bitte, Doktor. Ja, und das... Setzen Sie sich doch nieder. Und das ist unsere liebe Kollege, unsere liebe Frau Herberger. Ich habe Ihnen gut, sich mit ihr gut zu stellen. Sie ist die Seele dieser Kanzlei. Das habe ich sofort gemerkt, wie ich zur Tür reingekommen bin. Ich werde mich ungeheuer anstrengen. Ich glaube schon, dass wir zwei uns sehr gut verstehen werden, Herr Magister. Ich setze immer meinen Ehrgeiz rein, dass man mich gut versteht. Ja, aber Sie stehen ja. Bitte. Ja, natürlich. Setzen Sie sich zu uns, Frau Herberger. Ganz. Was? Ist ja mal nichts dagegen. Ne? Nein, der Kaffee, der Chef ist nicht da. Aber da hole ich mir meinen Kaffee, ja? Ja. Die Welt gerät aus den Fugen. Schmach und Scham, dass ich Sie einzurichten kam. Ach so? Wieso? Shakespeare, das Hamlet. Ach so. Ja. Nein, also schmachvoll ist das ja gerade nicht, aber die ist ja... Direkt verwandelt, diese Natter. Ne, Königskobra. Kommen Sie, Frau Berger, bitte. Darf ich dort? Ja, natürlich, bitte, machen Sie es bequem. Aber nur, weil es sozusagen privat ist. Sagen Sie, wie kommen Sie auf Schopenhauer? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war in Alaska eine Zeit lang. In Alaska? Da hätte ich eine Frage, wie ist es denn dort? Unbeschreiblich schön, wenn man sich einmal an den Winter gewöhnt hat. Ein wildes Land. Ein Land wie die Natur selbst. Gewaltig, gewalttätig, farbig, enorm. Ja, ja. Genau. So wie man das vorgestellt. Genau so. Herr Merian. Ja, was ist denn? Was geht Sie Alaska an? Oh, seit meiner Kindheit haben Sie es nicht gewusst. Jack London. Es ist das Land meiner Träume. Sie... Die Möwe bin ich. Aber bitte, bitte, da müssen Sie mir doch noch viel erzählen. Ja, aber gern, ich erzähle Ihnen gern drüber. Wissen Sie, wenn ich eine Begabung habe, dann ist es die Erzählerei. Schopenhauer, was ist mit dem? Ja, das war eine komische Sache. Ich war da einmal in Alaska, weit oben im Norden, ganz allein. Und das einzige Buch, das ich da mitgehabt habe, so seltsam das auch klingt. Die Welt als Wille und Vorstellung. Ja, richtig. Und ja, bitte. Was ist denn? Ja, was ist? Meine Kaffeekocherei räume ich doch ins Kammern.
Und der Herr Magister kann bei mir draußen sitzen. Ja, aber das kommt denn doch nicht in Frage. Er wird selbstverständlich hier bei uns sitzen. Er ist ja schließlich Kollege. Danke. 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 Und ich habe geglaubt, es geht dir nicht gut. Bitte. Warum soll es mir denn nicht gut gehen? Wir haben es halt geglaubt. Was? Dass du so eine depressive Phase hast. Ja. Den ganzen Tag in diesem Büro. Midlife und so. Na gut, ja. Und mir geht dann die Tisch auf die Nerven, das ist ja lang. Ja. Quasi unvermeidlich. Ob du es glaubst oder nicht. Er steht auf und sagt, jetzt laufe ich nur 10 Minuten, wie einer der Herren mitlaufen. Und steht dir das vor? Ich laufe wirklich mit. Ich? Ja, das hast du mir jetzt schon 5-mal erzählt. Ja, aber die ganzen 10 Minuten bin ich mitgelaufen. Verstehst du? 10 Minuten. Das hat mir gut getan. Wirklich. Na, das ist doch wunderbar. Das solltest du öfters machen. Wenn dieser merkwürdige Kerl nur 10 Minuten länger geredet hätte, dann wäre auch der Rameda und wäre die Haberger auch mitgelaufen. Ich vielleicht auch noch. Also das perfekt. Ja, Berger, joggen. Ungeheuer. Ich fühle mich so. So wie nach Alaska fühle ich mich. Den musst du kennenlernen, den Liguster. Unbedingt. Weißt du was? Wir werden einladen. Ihn und den Rameda. Den Chef natürlich auch. Was meinst du? Schlafst du schon? Nicht gerne ein bisschen geplaudert mit dir.